Herzlich willkommen zum First Class Energy Podcast, dein Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Hier warten kraftvolle Impulse, Übungen, Meditationen und vieles mehr auf dich, damit du dein Mindset verändern, dich selbst empowern und deine Resilienz stärken kannst. Ich bin Susanne Ulmer und ich begleite dich hier ganzheitlich und vor allem von Herz zu Herz auf deinem Weg. Bist du dabei? Ich freue mich auf dich. Wie schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für diese Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dich für das Thema Energie interessierst und dass du deine Energie zurückholen möchtest. Dieses Thema war auch heute der Titel meiner Keynote bei einem großen Unternehmen, wo ich im Anschluss von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darum gebeten wurde, diese Mentaltechnik offiziell noch einmal zu teilen. Und somit habe ich mich dazu entschlossen, dir diese Mentaltechnik hier in meinem Podcast zur Verfügung zu stellen. Für diese Übung ist es wichtig, dass du dir ein paar Minuten Auszeit gönnst, alle Störquellen abschaltest und darauf achtest, dass du ungestört bist. Wenn du bereit bist, dann setze dich jetzt auf deinen Stuhl, stelle deine Beine nebeneinander auf den Boden, lege deine Hände locker auf deinen Oberschenkeln ab und achte darauf, dass dein Rücken gerade ist. Nimm nun einen tiefen Atemzug und schließe nun deine Augen. Atme tief durch deine Nase ein und durch deinen leicht geöffneten Mund wieder aus. Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male und spüre dich in deinen Körper hinein. Beobachte beim Ein- und Ausatmen, wie sich deine Bauchdecke sanft hebt und wieder senkt. Dabei wirst du immer ruhiger und entspannter. Dies ist jetzt deine Zeit. Deine Zeit, um dir deine Energie zurückzuholen. Vielleicht hast du in den letzten Tagen und Wochen viel Energie verbraucht, dir Sorgen gemacht oder vielleicht sogar an dir und an deinen Fähigkeiten gezweifelt. All dies führt dazu, dass wir immer mehr Energie verlieren. Doch jetzt in diesem Moment, hast du die Möglichkeit, dir deine Energie zurückzuholen. Und während du weiterhin ein- und ausatmest, lenkst du jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen, genauer gesagt zu deinen Fußsohlen. Spüre deine Fußsohlen, nimm sie wahr, wie sie den Boden berühren. Und nun stelle dir vor, dass unterhalb deiner Füße ein großes Notstromaggregat steht. In diesem Notstromaggregat befindet sich all die Energie, die du in den letzten Tagen und Wochen verbraucht hast. Diese Energie war nie wirklich weg, sondern sie wurde hier in dem Notstromaggregat unter dir, unter deinen Füßen gespeichert. Nun stellst du dir vor, dass du
deine Füße, deinen linken und deinen rechten Fuß mit diesem Notstromaggregat verbindest. Von deinem Notstromaggregat gehen nun zwei Schläuche ab, die an deinem linken und an deinem rechten Fuß befestigt werden. Nun konzentrierst du dich auf das Notstromaggregat und suchst gedanklich nach dem Ein- und Ausknopf. Du drückst nun den Schalter und schaltest dieses Notstromaggregat unter dir an. Du spürst, wie dieses anfängt zu arbeiten, und du spürst, wie plötzlich die Energie in deinem Notstromaggregat freigesetzt wird. Vielleicht nimmst du wahr, dass der Boden unter dir leicht vibriert. Nun wird die Energie, deine Energie, die in dem Notstromaggregat gespeichert ist, durch diese beiden Schläuche, die an deinen Füßen befestigt sind, mobilisiert und fließt durch diese Schläuche in deine Füße hinein. Die Energie strömt jetzt durch deine Fußsohlen in deine Füße hinein und breitet sich jetzt in deinen Füßen aus. Du spürst, wie die Energie nun in deinen Füßen ist und tankst hier 10% Energie auf. Die Energie in deinem Notstromaggregat wird immer stärker und stärker und fließt immer mehr und mehr nach oben durch diese Schläuche, durch deine Fußsohlen, durch deine Füße hindurch, in deine Waden hinein. Du spürst, wie die Energie hochsteigt, in deinen Waden angekommen ist. Du nimmst vielleicht ein Kribbeln wahr und spürst, dass deine Waden jetzt ganz stark und voller Energie sind. Du bist hier bei 20% Energie. Und diese Energie dehnt sich weiter aus und fließt über deine Waden in deine Knie und über deine Knie in deine Oberschenkel hinein. Du spürst, wie durch deine Fußsohlen und Waden, über deine Knie in deinen Oberschenkeln immer mehr Energie zur Verfügung gestellt wird. Du nimmst wahr, wie immer mehr Energie in deinen Beinen ist. Du bist jetzt bei 30% Energie. Und es fließt weiter und weiter nach oben. Die Energie in dir dehnt sich aus und fließt nun in dein Gesäß. Du spürst die Energie in deinem Gesäß. Du nimmst wahr, wie immer mehr Energie in dir aufsteigt. Du bist jetzt bei 40%. Und der Energiefluss steigt weiter in deinem Körper an. Von deinen Fußsohlen über die Füße, über deine Waden und Knie sowie über deine Oberschenkel und dein Gesäß hinweg dehnt sich deine Energie nun in deinen Unterleib aus, hier wo deine Geschlechtsorgane sind. Hier sammelt sich nun die neue Energie in dir. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Und du befindest dich jetzt bei 50% Energie. Und diese dehnt sich weiter aus in deinen Oberbauch. Du spürst, wie immer mehr Kraft in deinen Oberbauch zurückkommt. Fühle die Energie in deinem Oberbauch. Du fühlst dich immer stärker, immer kraftvoller. Und du bist jetzt bei 60% Energie. Und weiter fließt die Energie nach oben in deinen Oberkörper hinein, über dein Herz hinweg, in deinen Oberkörper und dehnt sich hier immer mehr aus. Du spürst, wie du immer mehr zu neuer Kraft kommst. Du nimmst wahr, wie du immer stärker wirst. Du nimmst wahr, wie du immer, immer mehr in deine Energie zurückkommst. Du bist jetzt bei 70% und die Energie dehnt sich über deine Oberarme, in deine Arme bis zu deinen Fingern aus und strömt immer weiter hoch
und fließt jetzt in deinen Hals hinein. Du spürst in deinem Hals, dass immer mehr Energie und Kraft zurückkommt, immer mehr Klarheit. Du bist jetzt bei 80%. Und es wird noch mehr Energie aus deinem Notstromaggregat freigesetzt und in deinen Körper hineingepumpt, sodass nochmal ein richtiger Energieschwung über deine Füße, über deine Waden, Oberschenkel, über dein Gesäß, über deinen Unterleib, deinen Oberbauch, dein Herz, dein Oberkörper und deinen Hals nun in deinen Kopf hineinfließt. Du nimmst wahr, wie die Energie nun in deinem Kopf aufsteigt, wie du hier immer klarer wirst. Spüre, wie die Energie in dir da ist. Du bist jetzt bei 90%. Und nun beginnst du die restlichen 10%, die noch im Notstromaggregat sind, einzuatmen. Du atmest tief und fest in dich ein. Und atmest aus dem Notstromaggregat über deine Füße die letzten 10% in dich ein. Atme tief in dich ein und stelle dir vor, als wärst du ein Ballon. Und du pumpst dich mit deiner Energie auf. Dein innerer Ballon wird immer größer und größer. Und während du die letzten 10% einatmest, spürst du, wie du noch mehr Kraft bekommst. Du bist jetzt bei 95%. Die Energie in dir und um dich herum dehnt sich immer mehr aus. Du baust dir und atmest dir gerade einen Energieballon um deinen Körper herum auf. Und dieser Energieballon wird jetzt alle Einflüsse, die dich sonst in deinem Alltag hindern, frei und glücklich zu sein, nach außen drängen, allen Stress, allen Ärger, alle Sorgen, all das wird jetzt durch die Energie deines Energieballons nach außen gedrückt. Du fühlst dich in deiner eigenen Energie nun klar, innerlich gestärkt und neu justiert. Du bist jetzt bei 99%. Und du triffst jetzt die Entscheidung, wann immer du wieder in eine Situation kommst, wo du Energie abgeben oder verlieren könntest, dass du dich in dir zentrierst, dass du dich erinnerst, dass du dir deine Energie zurückholen kannst. Sage jetzt zu dir, ich hole mir meine Energie zurück. Jetzt. Und du bist nun bei 100%. Der Rest aus deinem Notstromaggregat fließt in deinen Körper hinein und dehnt sich noch einmal in dir, in deinem Körper und um deinen Körper herum aus. Du fühlst dich kraftvoll, fühlst dich stark, du fühlst dich voll und ganz bei dir angekommen. Nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Genieße die neue Energie, die neue Kraft in dir. Und nun ist es Zeit, langsam wieder in deinen Alltag zurückzukehren. Schüttle nun deine Hände aus, bewege deine Füße. Wenn du möchtest, dehne dich und strecke dich. Und wenn du bereit bist, öffnest du deine Augen und bist im Hier und Jetzt zurück. Ich hoffe, dir hat diese Übung gefallen. Und falls du im Moment in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, wo du dich von den Ereignissen überrannt fühlst oder dich geschwächt fühlst, so stehe ich dir gerne im Rahmen meines Stress- und Resilienzprogramms zur Verfügung und zur Seite und begleite dich persönlich auf deinem Weg, um wieder in deine Energie zurückzufinden. Gerne kannst du mich persönlich über meine Homepage kontaktieren und mir dann dein Anliegen schildern. Gemeinsam werden wir sicherlich eine Lösung finden. Nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns hier
ganz bald wieder hören. Mach's gut und von Herz zu Herz, deine Susanne.